Boah, Leute, ich krieg gleich einen Krampf. Irgendwann hört's auf. Ich habe überhaupt keine Nerven mehr. Denn ich habe das Black and White 2 Let's Test gestern aufgenommen. Also am Samstag. Nee, Freitag oder aufgenommen. Was weiß ich. Auf jeden Fall, die Aufnahme habe ich mit DX Story gemacht. Im Video selbst leckt es. In der Aufnahme hat es null geleckt. Dann lief es irgendwo zwischen 40 und 50 Frames. Das normale Spiel spiele ich ohne Aufnahme bei 70 Frames. Auch wenn ich in der Aufnahme gesagt habe 50. Und dadurch dann, dass Camtasia einfach mal spontan entschließt, die Dateien, also die .avi-Dateien nicht zu erkennen, muss ich das Ganze alles einzeln mit PowerDirektor rendern, so 5 Dateien oder so. Und jetzt muss ich das Ganze wieder mit PowerDirektor rendern, ich muss schließlich ein Video machen und kann euch ja nicht die ganzen Schnipsel vorwerfen, ne? Toll. Einfach toll. Ich habe schon vorher ein Infovideo gemacht, wollte ich jetzt gerade hochladen, habe aber gemerkt, dass da kein Ton ist. Camtasia zeigt eine Audiospur an, aber Camtasia will nicht, will das nicht wiedergeben. Ich könnte Camtasia in den Arsch treten, wär's eine RL Person. Auf jeden Fall. In meiner Aufnahme hat es null geleckt für alle Beschwerden. Und der Part kommt heute definitiv noch irgendwann ich sage jetzt einfach mal irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr, falls meine Internetleitung mitspielt. Ich hoffe es zumindest, dass es dann irgendwann klappt, wenn jetzt nicht nochmal irgendwo was dazwischen kommt. Auf jeden Fall hoffentlich sehen wir uns dann zwischen 19, hören wir uns dann zwischen 19 und 20 Uhr. Ich hoffe, ihr schreibt ein paar Kommentare. Wäre echt lieb. Oh, ich krieg so einen Krampf. Also bis dann, Leute. Haut rein. Tschüss.